diesem Video gehen die Jungs an ihre Grenzen. Durch Gestrüpp und Schlamm machen sie sich den Weg zum Wasser. Borden, ein Paradies für Angler. Und die Jungs, mittendrin, dicke Lagazzo-Jerk-Baits, die nach dem 100. Wurf deine Arme brennen lassen. Western Curl-Tails, die sich die Hechte snacken wie Curly Fries. Nays, Gummis, die durchs Wasser schwimmen, als hänge ihr Leben davon ab. Ob mit der Fliege, Hardbaits oder Gummis, hier kommt jeder auf seine Kosten. Eskalation im Paradies, das ist Borden. Oh ja. Der ist aber besser als die anderen. Oh ja. Hit! Komm mal her, der ist gut. Hi. Ja, sehr, sehr geiler Fisch. Wir müssen jetzt leider anfangen, Gummis zu werfen mit einzelnen Chicken. Ciao, Ben. Oh mein Gott, oh mein Gott, was ist das? Wir machen uns gemeinsam aus Berlin los, um uns mit William zu treffen. Wir haben uns vor einigen Monaten verabredet auf eine gemeinsame Hechttour. Das Ganze spielt sich auf Rügen ab. Let's go! Na, guten Morgen, was machst du da? Köder gestern abgespült. Und wir haben ihn ganz klein hier auf dem Boden. Und werden heute mal Strecke machen. Nicht viel im Gepäck. Eine Handvoll Köder. Was sind hier drin? 7 Jerks. 3 Gummifische. Sollte passen. Jungs und Sabrina, sie reiten im Wind. Sie reiten geschwind. So, Freunde. Sogar am Wasser. Guten Morgen. Los geht's, Freunde, wa? Ich war hier wirklich sehr stark. So, mit dabei wieder die Okuma-Rolle, dann habe ich 0,22er Geflecht drauf, einmal die Vendetta von Abu Ghazir in Baitcast und ich benutze ja den Monster-Shad von Savage Gear auf dem Shallow-Wig, aber weightless. Ja, 0,80er Fluro, da drin ist eine Glasrassel in den Köder, der hat ein schönes Imitat, Perlmond unten und einen schönen blauen Glitter. Wir haben eben gerade noch einen kleinen Stop gemacht an einem Spot, da hatte ich den ersten Nachläufer auch. Gestern im Training konnte ich auch schon 2 kleine Hechte fangen und ich denke, das läuft hier. So, langsam einfach einführen. Die Jungs fischen beide mit dicken Jerks. Ich mache immer so ein paar Kurbelumdrehungen und dann stoppe ich einmal kurz. Und das Ganze sollte schmecken. Livebiss. Warte ab. So, Max, was machst du da? Was ist das denn für eine Tüte? Sag mal, wie heißen die beiden? Zeig mal her. Wir werden ausschließlich dicke Lagazzos gefischt. Dicke Jerk, Slow Sinking, krank. So, ich habe jetzt einmal kurz umgeködert. Und zwar habe ich mir von West Inn einen Curl-Tail genommen mit einem 3 Gramm Granatblei vorne dran, weil der wiegt nichts. Und ein Shallow Rig, aber nur mit einem Drilling. Damit konnte ich gestern im Training schon 2 Stück überlisten. So. Die Fische stehen hier nämlich auf ein bisschen was Curliges. Guck mal, jeder von uns mal Curly Fries und die Fische auch. Das ist ein Spaß.
So, kleiner Hecht. So, Maxi im Drill. Einfach Spot, wie im Training. So. Hä? Der Köder ist ab. Ist das witzig. Digga, er fängt halt wirklich an diesen Köder schon wieder. Maxi? Du bist am Arsch, ey. Der ist dreimal raufgeballert, bevor er gebissen hat. Dreimal tock, 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 tock und boom. Geil. So, Leute. Das ist halt ganz klein für 14 Hering. 23 cm von Lagazzo in Slow Sinking. Hat gestern auf jeden Fall schon einige Gebisse geliefert. Schauen wir mal, ob sie heute natürlich auch weiter wollen. Nein! Scheiße, da war er. Philipp, der zählt. Petri, Alter. Ja, ich hab keinen Leader-Touch gemacht. Was hast du gemacht? Kein Leader-Touch. Er schneidert. Der erste Bodenfisch für mich. So, Freunde, mein erster Fisch. Guten Tag. Was muss ich schätzen? Der kleine Fisch. Endlich habe ich auch mal wieder einen erfolgreichen Angeltag. Ich fische halt hauptsächlich Lagazzo, Jack, der ist schwimmt und wenn man den langsam führt, stellt er sich immer quer. Und meistens genau in der Phase, wo er sich quer stellt, packen die Fische. Ich fische eine Bunky Skyward, 140 Gramm und eine Abu Garcia Rebobis. Ist eine sehr, sehr stramme Route, vielleicht zu viel auf einer. Aber bis jetzt hat die Route eigentlich immer Fisch gebracht. Philipp hat heute schon etliche Nachläufer gehabt und konnte leider alle keine Lust, so wirklich den Köder zu nehmen. Maxi hatte schon zwei Fische und auch ein, zwei Nachläufer. Ich hatte zwei Fische und einen Nachläufer. Also der Tag ist auf jeden Fall sehr vielversprechend dafür, dass wir erst 3-4 Stunden angeln und wir es noch nicht mal Mittag haben. Ist besser, dass du ab bist. Mann, Maxi. Ich mach doch gar nichts. Digga. Was hab ich denn gemacht? Ja, nichts bewegen. Ich stande doch. Ja, du bist so uns hergelaufen. Ich hab gefilmt. So, mein zweiter Fisch. Kleiner Schniepelchen. Digga, hat den Philipp, ich brauch eine Zange. Also ohne Scheiß jetzt. Hast du Bock? So Leute, wir waren jetzt ohne William und ohne Hannes unterwegs. Hier alles stark. Max hat, wie ihr gesehen habt, ja ein paar kleine Hechte gefangen und einen 70er. Ich hatte auch nur kleine. Und Philipp, seine sind irgendwie jedes Mal, bevor die mit Hand landen konnte, irgendwie abgegangen. Ja, oder andere Leute sind bei Followern einfach weitergelaufen. Ups. Ja. Naja. So Leute, wir sind jetzt endlich mit William und mit Hannes unterwegs. Die beiden hier sind auch schon bereit. Philipp hat wirklich gar keinen Bock, gerade das Video hier zu drehen, weil der will einfach nur noch ins Wasser. Richtig. Bloß da hinten, die Chaoten müssen noch ihre Taschen packen. Zeit ist Fisch. Zeit ist Fisch. Max ist so semi, aber Philipp hat gar keinen Bock, wie du siehst. Und ich würde sagen, beiden Jungs sind auf dem Start. Jalla. Hi, hier haben wir den William und hier haben wir den Hannes. Und ich würde sagen, heute werden dicke Hechte geklatscht.
Jetzt geht's los. Ich guck jetzt irgendwas mit Fett hin. Hier war ein fettes Loch, Bro. Ihr glaubt's gar nicht, ne? Radangeln ist anstrengend. So, die Bedingungen sind nicht die besten leider. Das Wasser ist richtig warm. Unsere Sandbank, die vorher da war, die wir gehen sollten, ist jetzt auch nicht mehr da. So Leute, wir sind jetzt wieder am Wasser und heute heißt es Hechteballer. Voll ready, passt. Ich war gerade schon im Wasser, hatte den ersten Nachläufer direkt beim ersten Wurf. Dann wollte ich auswerfen und dann ist mein Knoten irgendwie aufgegangen. Das ist scheiße. Philipp natürlich, sehr bekannt als der Bastler. Sieht man schön. Knotet da gerade. Der Dichter und Denker. Der Dichter und Denker. Sehr schön. Was machst du da für Knoten, Philipp? So. Ich bin einfach ein FG-Knoten. Max fischt heute wieder mit einem fetten Lagazzo. So, hier nochmal der dicke Lagazzo. Ja, ich fische heute mit einem Western Swim Suspending. Ich denke, das wird ganz gut laufen. Wir gehen jetzt erstmal ins Wasser. Genau, die Stelle mit den Hornhechten. Wie gesagt, wir haben gestern echt, Max hat gestern echt fette Meter hier gesehen. Und da haben wir die alle gesehen und deswegen denken wir, es könnte gut laufen. Weil die Hechte ballern sich hier die Hornhechte rein wie die Sau. Alter, was? Bei Gott, Philipp, das war der. Freunde, hier war gerade der Meter. Ohne Spaß, ich hatte Meter-Follower. Hose hoch, die Fische finden gut, was ich mache. Philipp, verpiss dich. Der ist da hingeflitzt wieder. Gerade von mir hoch. Ich meine das todernst. Das ist der Fisch, den wir gestern, glaube ich, gesehen haben. Der war so riesig. Scheiße, ab. Digga, ich angel das erste Mal mit Jerkbait. Ich habe nicht angeschlagen. Digga, der ist einfach rangehangen. Hat der reingetroffen? Ja, so bo. So. Wir sind in ständiger Bewegung. Wir bewegen uns nah an der Fahre, ne, wo wir gestern Hornhechtangeln waren. Und weil wir gestern ziemlich viel Fische gesehen haben, sind wir jetzt einfach mit unserem Kumpel William hergekommen, der sich hier bestens auskennt. Ihr seht auch, er steht am tiefsten. Und schmeißen jetzt unsere fetten Köder raus. Also die Jungs angeln wirklich mit Big Baits und teilweise Musky-Ködern. Ich fische einen West End Swim in 12 cm mit Goldglitter und Rot. Der ist klein. Naja, ich weiß gar nicht. Oh ja. Ja. Der ist aber besser als die anderen. Könnte mein PB tatsächlich sein? Nee. Habe ich noch nicht gesehen, doch. Oh ja! Kescher, 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 nicht Handlandung! Oh mein Gott, oh mein Gott, was ist das? Digga, ich hab nur einen 80er Fluro, Kescher den mal bitte! Digga, das ist... Ey! Oh ja. Okay, jetzt ist der Köder draußen. Ich brauche den Kescher. Bitte. Ich will den echt nicht verlieren. Gib mal einen Kescher mit, hä? Digga, wenn ich den jetzt verliere, Jungs. Oh, oh, der Köder... Warte. Kescher ist hinter dir.
Kescher, Kescher. Das ist Kescher, die Läufer. Alter. Jo, haben. Ja! Warte mal, nehmt mal meine Pute ganz schnell ein, ganz, ganz schnell. Und tut mal eure Puten jetzt weg. Wir haben einen Big Fish. Ja. Hier ist der Zange. Ja, einen Moment. Ich entwirren es. Kescher, 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 Kescher. Ja, bitte mach einfach, mach einfach. Ja, zwei. Gut. Aber so erst am Meter durch. Kannst du bitte... Mach die schnell. Ich hab dir gesagt, ich werf jetzt einmal da hoch. Das habe ich eben nämlich schon gemacht und ich hatte guten Nachläufer. Du gerade hoch? Du hältst ihn hoch, genau. Und ich halte schon. So, und ihr messt noch. Ja, gerade, gerade, gerade. Der hat, glaube ich, nicht mal einen Meter. Schade. Na? Doch, doch. Warte, warte, warte. Jetzt ist er dran. Ziemlich. 94. Oh Mann, oh. Ist doch egal, Digga. Wie dicker Fisch. Geiler Fisch. Ja, ich bin noch 2 cm größer. Ist so egal, Digga, ne? Alter. Das ist ein Monsterfisch. So, Freunde, mein PB habe ich geknackt. Mit William hat super funktioniert. Zu ihm erstellen wir ein bisschen später noch ein bisschen was. Auf jeden Fall planvoll aufgegangen. Danke dir, William. Und dieser Fisch geht jetzt schnell zurück ins Wasser. Und da ist er. Da kurbel ich jetzt einen raus. So, weg. Du hast ihn für mich angefasst. Danke, du hast einen Fisch gefangen für mich. Egal, Fisch ist Fisch. Doch, der ist okay, Digga, der ist größer. Der ist gut. Komm mal her, der ist gut. Und er soll ja auch mal was fangen. Oh ja. Der hat auch seine 90. Geiler Fisch. Sehr, wow, sehr geiler PC, Fisch. Alter. Guck dir das hier an. Reingeballert auf den Lace Predator. Schönes Heim. Ja, sehr, sehr geiler Fisch. Wir müssen jetzt leider anfangen, Gummis zu werfen mit einzelnen Chinkkopf. Weil die Jerks, die fangen immer zum Kraut ein. Hier ist überall Farbenkraut. Sowas. Hier haben wir jetzt Kraut. Und da sieht es ganz, ganz gut aus. Schöner Fisch. Denk mal, ja, 90 wird er nicht ganz haben. Irgendwie 88, sowas. Ciao, Baby. Petri. Weiß ich nicht, glaub nicht. Mein nächster Hecht, zeig mal her hier. Petri Philipp. Am Arsch, ich hab nicht gefangen. Hey, Jungs, kannst du Fisch in den Händen? Ja, Junge! Philipp, ich hab einfach dahin geschmissen, ich hab zweimal gekurbelt und dann machst du es boom. Hast du gehört, wie einfach das ging? Mach das mal. Werf mal aus und kurbel zweimal. Boom! Also, Freunde, in dem Sinne,
abonnieren, liken, kommentieren und wie Max immer so schön sagt, Glocke aktivieren. Let's go!